Willkommen im THD Königswinter. Bereits seit 65 Jahren stehen wir für konzentriertes und effektives Lernen. Bei uns werden Schüler gefördert, aber vor allem auch gefordert. Hochbegabte sowie sehr gute Schüler werden an die Grenzen ihrer Belastbarkeit getrieben, um das individuelle Potenzial voll ausschöpfen zu können. Für mich als Schülerin eine Möglichkeit, mich frei zu entfalten. Für mich die Möglichkeit, Hobby und Lernen zu vereinen. Für mich eine Möglichkeit, mich kompetent weiterzubilden. Ist ein Ort, an dem wir forschen können. In der CJD Christophorusschule Königswinter treffen soziales Engagement und individuelle Schulbildung aufeinander. Durch eine gute Betreuung und ein breites Rahmenprogramm wird die Motivation der Schüler gefördert. Vervollständigt wird das Ganze durch ein ausgeprägtes Gemeinschaftsdenken. Wie schafft man das eigentlich, Kinder individuell zu fördern, sie nicht zu überfordern? Da finde ich, ist erstmal die christliche Pädagogik der eine Baustein und der andere das außerunterrichtliche Bildungsprogramm neben dem Unterricht natürlich. Das Musical-Projekt unserer Schule ist ein gutes Beispiel dafür, wie hier Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam Hand in Hand arbeiten. Wir fürchten uns gemeinsam vor dem Auftritt und haben Lampenfieber. Ja, und wir genießen den gemeinsamen Erfolg. Begabung lässt sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen entwickeln. Im mathematischen, im sprachlichen, im technischen oder im künstlerisch-kreativen Bereich. Aber wie fördert das CJD Begabung eigentlich? Im neuen Schuljahr wollen wir einen bilingualen Zweig ins Leben rufen. Und auch da wollen wir andere Wege gehen als andere Schulen. Wir wollen nicht nur Englischunterricht anbieten in verstärkter Form, sondern den Unterricht auch in den Fächern, etwa in Politik oder in Biologie, in englischer Sprache anbieten, damit die Schüler von vornherein wie selbstverständlich das Englische erlernen. Wir haben in der Realschule vor 2 Jahren eine Technikklasse eingerichtet, um Schülern einfach die Möglichkeit zu geben, sich für Technik zu interessieren und dieses vielleicht auch später mal als Beruf zu wählen. Bei uns befindet sich alles unter einem Dach. Realschüler sowie Gymnasiasten können aus über 80 AGs im Bereich der Forschung, der Technik oder kreativer Förderung nach ihrem Interesse frei wählen. Das breite Angebot an Arbeitsgemeinschaften von Biotechnologie über die Imker AG bis hin zur MOFA AG soll Kinder und Jugendliche früh an Naturwissenschaften und Technologien heranführen, um komplexe Aufgaben kreativ lösen zu können. Die Teilnahme an Wettbewerben fördert die sozialen Kompetenzen. Hier können sich die Schüler auch mal als Organisatoren beweisen. Bei Veranstaltungen wie dem international stattfindenden RoboCup schlüpfen die Schüler auch mal in die Rolle eines Gästebetreuers. Dabei entdeckt vielleicht der ein oder andere ein verborgenes Organisationstalent. Neben einem breiten Angebot für den Kopf soll der Körper ja nicht vernachlässigt werden. Daher wird jedes Jahr darauf geachtet, dass die Schüler aus einem vielfältigen Sportangebot wählen können. In der Hochbegabtenförderung der Sekundarschule 1 bilden wir integrative Klassen. Das heißt, wir nehmen Schülerinnen und Schüler, die als hochbegabt getestet wurden, zusammen mit Schülerinnen und Schülern, die mit sehr guten Noten aus der Grundschule zu uns kommen. Das hat sich sehr bewährt. Die Kinder fühlen sich häufig zum ersten Mal bei uns in diesen Klassen sehr wohl, weil sie einfach andere Kinder kennenlernen, die auf einem ähnlichen Level dann sind. Die sogenannte Vertiefungsphase bietet besonders begabten Schülern ein individuelles Angebot für ihren Weg ins Berufsleben. 4 Wochen vor Beginn der Schulferien legt das CJD erste Grundsteine für den späteren Bildungsweg. Die Schüler können hier frei aus einem nebenschulischen Angebot wählen, zu welchem auch das Forschungszentrum Cäsar in Bonn gehört. Als eines der führenden Forschungszentren auf dem Bereich der Neurowissenschaften erhalten die Schüler einen direkten Einblick in die Welt der Molekularbiologie. Seit Mitte 2012 gibt es eine Kooperation zwischen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und dem CJD Königswinter. Ja, wir haben den Kooperationsvertrag mit der Uni Bonn geschlossen, um die Zusammenarbeit stärker auszubauen. Wir haben natürlich schon verschiedene Punkte oder Angebote der Uni genutzt, zum Beispiel das FFF-Programm, das ist das Frühstudium der Uni. Da nehmen jedes Jahr zahlreiche Schüler von uns teil, auch sehr erfolgreich teil. Und andere Zusammenarbeiten gelingen in einzelnen Fächern. Zum Beispiel gehört dazu Fachbereich Chemie, aber auch die Uniklinik mit ihren verschiedensten Disziplinen leisten da hervorragende Arbeit.
Die Schüler arbeiten dort wissenschaftlich auf hohem Niveau und vor allen Dingen auch teilweise mit Forschungscharakter. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Wem eine gute Betreuung, Wertevermittlung und eine exzellente Ausbildung am Herzen liegt, der ist am CJD genau an der richtigen Adresse. Junge Talente sind am CJD Königswinter immer herzlich willkommen.